Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Podcast hier auf meinem Kanal. Ja, ich bin Cole, schön Veteran der Stadtteil Wengern beheimatet. Ja, und so wie man wahrscheinlich hört, bin ich momentan noch ein bisschen verschnupft. Tut mir leid, deswegen konnte ich auch noch nicht eher aufnehmen. Jetzt geht's mir zum Glück schon wieder etwas besser. Teil ist schon nicht mehr in meinem Besitz. Ich werde das kleine Video aber hinten anhängen. Insofern, das ist kleines Amigurumi-Schwein und das hat die Tochter. Das wird allerdings auch hier auf meinem Kanal als Video erscheinen. Entschuldigung für den kleinen Wortsalat. Ich bin halt auch noch nicht so ganz fit. Tja, heute mal an meinen neuen kleinen Arbeitsplatz. Ja, wie ihr seht, ist jetzt das Fenster im Hintergrund, nicht mehr die kleine Fotowand. So, womit beginnen wir? So, ich denke mal hier, da habe ich auch ein bisschen dran weitergearbeitet an meinem Regenbogen. So bin ich auch erst beim zweiten Knäuel, und zwar, apropos, bevor ich es jetzt vergesse, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Das alles, was ihr hier seht, sei es an Wolle oder ähnliches, ist alles selbst finanziert, also kein Sponsoring dahinter und alles. Das könnt ihr euch zum Nachkaufen verführen oder auch zum Nacharbeiten. Deswegen ist das hier eine kleine Dauerwerbesendung. Und jetzt dazu, das ist nämlich von Märchengarne aus der Candybox Kamelle. Das ist doch von der ersten Farbe, von dem ersten Poppel. Da habe ich jetzt hier noch einen kleinen Rest, so wie ihr seht, von diesem rötlichen Candybox Kamelle von Märchengarne. Ein bisschen Werbung machen, auch wenn ich dafür nichts kriege. So, gehen wir dann hier noch Schönes. Ja, die Puppenbettchen sind auch noch nicht fertig. Da hatte ich kein, ja, genau, richtigen Nerv für. Ich habe allerdings zwei so kleine Deckchen fertig. Und das sieht dann, Kissen müssen auch noch gemacht werden, so aus. Das kennt ihr ja noch aus dem letzten Podcast, genauso wie das Buch. Also ich habe bis außer das Amigurumi-Schwein nichts fertig. So, das kennt ihr ja schon. So, was ich beim letzten Mal ja gesagt hatte, wollte ich aus der Alizé volle Kleidchen für die Tochter machen. Das habe ich auch schon so weit gebracht.
dass ich nur noch am Rockteil bin. So sieht's momentan aus. Das Rockteil muss noch ein bisschen. Sieht eigentlich auch sehr, sehr schön aus vom Farbverlauf. Lässt sich auch gut verhäkeln. Verstricken weiß ich es nicht, weil ich bin ja nicht so der Strickfan. Und zwar ist das hier aus der Alizé, da die mir von dem Verpacken von dem anderen. Da ist da die Zusammensetzung. 100 Gramm auf 550 Meter. Das hat 80% Acryl und 20% Wolle. Das andere hat 100% Acryl und hat nur eine Lauflänge von 250 Metern, 220, keine Ahnung. Ja, das Kleidchen, wie ihr gerade gesehen habt, bin ich beim Cocktail. Die Rundpassie bzw. Raglan von oben. Hier habe ich 6 Reihen mit festen Stäbchen, mit festen Stäbchen, mit festen Maschen gemacht. Und dann eine Rundpassie gemacht mit halbe Stäbchen, dann den Körper mit festen Maschen wieder und das Rockteil mit Stäbchen. Also beim Oberteil hatte ich hinterher 92 Maschen in der Runde und beim Cocktail habe ich die erste Runde jede vierte verdoppelt und in der zweiten Runde jede fünfte Masche verdoppelt. Da habe ich momentan 138 Maschen in einer Runde. Und da, ich habe das gestern, glaube ich, der Tochter. War das gestern der Tochter auch mal ein Teil, da musste noch ein Stück weiter häkeln. So. Da liegt so ein Gummi. Der kommt nachher. Mein Mann hat sie nämlich gerade bestellt. Das hat immer so viele Kulis drin. So. Ey. Och nö. Dann mache ich dich neu. Du willst ja nicht. Du hast aber zu wollen. So. Ja, das ist die Reste-Decke von Kathrinchen Kirschblüte, die ich nachhege. Oh, die ist auch nur hier ein Stückchen gewachsen. Da hatte ich auch nicht so richtig die Muße für. So, und das war's eigentlich auch schon mit den Projekten. Weil an dem einen Projekt, an der C2C-Reste-Decke, habe ich auch noch nicht weiter gehäkelt. Da habe ich jetzt, bin ich immer noch am Überlegen, ob
ich mit dem Blauton weitermache, wieder, oder ob ich da nicht mal einen anderen Ton reinmache. Aber das ergibt sich bestimmt auch noch. So, dann bräuchte ich mal eventuell kurz mal eure Hilfe. Und zwar bin ich ja die ganze Zeit am Überlegen, was ich hier mit meiner ganzen Sommerwolle fabriziere. Ich habe hier noch drei Knäuel. Da sind 50, 75% Schurwolle und 25% Polyamid. Ich würde mal sagen, das ist richtige Sockenwolle. Also die passende, was heißt hier richtige Sockenwolle? Noch wird es mein Mädchen richtig hier vorhin. Ja, und das andere ist 75% Acryl und 25% Polyamid. Ist gut, Süße. Und da bin ich halt die ganze Zeit am Überlegen, was ich draus mache, weil Socken, ein paar Socken hinken. Ich habe jetzt für mich zwei Paar Socken, für die Kleine ein Paar. Und die Kleine hat das ein Paar höchstens mal zur Anprobe gehabt. Und dafür ist mir persönlich ein bisschen der Aufwand auch zu schade. Wenn ich ehrlich bin, bin ich am Überlegen, was ich draus mache. Aber das sind jetzt 13 Knäule, wenn ich das richtig gezählt habe, obwohl da schon ein paar Meter weg von sind. Richtig in Zelli. Da werde ich da mal gucken. Ja, ist gut, Süß. Ich bin bei dir. Aber ich war da irgendwie. War auch schon am Überlegen, eine Decke draus zu machen. Weil insgesamt sind dann über 2000 Meter. Ein Knäuel hat 210 Meter auf 50 Gramm. Und da bin ich halt am Überlegen, was ich draus mache. Auf jeden Fall war es das jetzt erst einmal von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis demnächst.